Habt ihr es schon mal überlegt, ein eigenes Königreich zu gründen? Nein, ich auch nicht. Aber genau das werden wir heute tun. Denn das heutige Video wird unterstützt von Kingdom Maker. Dort können wir unser eigenes Königreich errichten und darüber herrschen. Und gleichzeitig unterstützt Kingdom Maker damit auch den Ausbau unserer Dörfer, der, wie ihr wisst, sehr, sehr kostspielig sein kann, wie ihr schon oft gesehen habt auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir legen los und beginnen unsere eigene Geschichte als Herrscher über unser Reich. Und damit starten wir hier rein in die Geschichte von Kingdom Maker, die heute das Video auch unterstützen, und wir starten. Ich kann nicht glauben, dass wir 7 Tage gebraucht haben, um hierher zu kommen. Mein Onkel hat uns seine Ortschaft mitten im Nirgendwo hinterlassen. Jetzt sollen wir sie regieren. Vielleicht können wir etwas daraus machen und weiterreisen, bevor der Sommer vorbei ist. Ja, bitte, ist echt warm. Bauern, euer neuer König und eure neue Königin sind angekommen. Die Königin habe ich auf dem Weg verloren, tut mir leid. Und damit starten wir rein in unsere eigene Stadt. Und so sieht das Ganze aus. Oh Gott, das hat mir mein Onkel aber ganz anders beschrieben. Oh nein, unsere Bauern wurden von Orks gefangen. Oh Gott. Also in unsere Festung können wir uns noch reinschleichen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, also wir sehen hier... Alter, die Grafiken sind ziemlich geil. Im Mobile Game muss man wirklich sagen. Wer ist da? Ach so. Ah, unser Aussehen. Okay, also wir sehen hier... Ja, da, ob wir da hinkommen, mal schauen. Ja, also die Haare, ja. Das Kinn, mhm. Nein, die Augenbrauen sind es nicht, auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Und damit machen wir weiter und... Was? Jetzt natürlich die Frage, wie die Königin aussehen soll. Oh Gott. Okay, wir machen mal Zufall. Wir haben den Zufall entscheiden lassen und das hier wird unsere neue Königin. Unser Familienname lautet natürlich Jonas. Und wir sollten jetzt, okay, Jude und Nita einfach wie der Brawler, okay? Ich würde sagen, wir nennen es lieber Jo einfach für Jo Jonas. Aber Nita finde ich irgendwie witzig. Und damit gehen wir ins Spiel rein. Oh je. Ich bin's. Was ist hier passiert? Oh, Prinz Jo. Dem Finger sei Dank, dass du angekommen bist. Dem Finger sei Dank? Ein neuer Stamm von Orks hat in der Dunkelheit der Nacht angegriffen. Ich weiß nichts über das Schicksal der anderen, oh je. Nun, es war Glück, dass ich gerade dann gekommen bin. Wir machen diese Orks fertig. Sehr gut, Jonas. Und damit gehen wir hier in die Stadt. Und direkt in der ersten Folge geht es hier richtig zur Sache, auf jeden Fall. Nehmt eure dreckigen Pfoten da weg, ihr verdammten Orks. Okay, vorrücken. Bam, badam, bam, bam. Okay, und dann gehen wir hier in die Schlacht und wir sehen unsere Truppen. Wir haben 12 Pferdestärke, 36 in der Distanz. Und wir sehen, wie sich da oben die Kraftverhältnisse verschieben in Richtung unserer Armee. Vor allem die Distanzschützen machen einen super Job. Und wir sehen, die Orks werden eigentlich relativ entspannt hier weggeschlingst. Jo. Und damit haben wir den ersten Sieg über die Orks erlangt. Wird das schon ausreichen? Haben wir das jetzt schon geschafft? Das klingt nach einer glorreichen Schlacht, mein Lord. Noch nie sah eine Schlacht auf meinem Handy so gut aus. Okay, das wird auf jeden Fall ein König sagen, so, ja. Was ist das denn? Ja, das denke ich mir auch gerade. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Geh in den Thronsaal. Hust. Ich habe die Familienkrone in einer unscheinbaren Truhe gesichtet. Und ich habe auch etwas versteckt. Röschel. Ist er gestorben? Toll. Wer hilft mir jetzt beim Aufräumen? Mal sehen, was in dieser Truhe ist. Und damit machen wir uns auf den Weg. Das sind ja alle tot. Ich habe gerade eben erst gesehen. Oh Gott. Okay, wir gehen zur Truhe. Wie konnten die Orks diese gigantisch goldene Truhe übersehen, die hier draußen einfach so rumsteht? Ja, passiert ständig, ne? Warte, da drin bewegt sich was. Ist es sicher, schon rauszukommen? Ah, eine sprechende Eule. Klar, logisch, würde ich auch sagen, wenn mir eine sprechende Eule begegnen würde. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Oli, die Leiteule deiner Familie. Du musst Jo sein. Das bin ich. Mein Onkel hat mir diese Ortschaft überlassen. Ich soll sie regieren. Lang lebe der König. Mal sehen, in welchem Zustand die Orks sie hinterlassen haben. Oh je. Es ist ein einziges Durcheinander. Lass uns einen Gutshof bauen. Mit leerem Magen können wir keine Stadt errichten. Und damit legen wir los. Mit unserer eigenen Stadt, mit der Produktion. Auf geht's. Und das erste, was wir errichten, ist ein Gutshof. Der liefert uns Nahrung, natürlich relativ entspannt. Braucht 6 Bewohner, auf geht's. Die Nahrung können wir nutzen, um Truppen auszubilden und zu heilen. Sie brauchen meinen Segen, damit sie die Nahrung natürlich abgeben dürfen. Und wo wir gerade auf einem Segen sind, gehen wir direkt zum Sägewerk über, denn dort können wir unsere Holzproduktion und Lagerung starten. 7 Bewohner braucht das Ganze und stehen auch direkt jetzt hier neben unserem Gutshof. Das habe ich nicht gelesen, wofür ich das Holz brauche. Naja, wird schon passen. Wir teilen unseren Segen und damit, ja, bekommen wir das Holz. Also, keine Ahnung. Welche Bauarbeiter warten bitte alle auf ihren Segen vom König? Das ist egal. Als nächstes haben wir ein Steinmetzwerk, also, ja, um halt Steine zu kriegen, ne? 6 Bewohner. Wow. Den Steinmetz packen wir einmal direkt neben unser Holzding da. So. Die Steinmetzwerkstatt zermalmt ist. Zermalmen. Verstanden? War das ein Witz? Okay, wichtig ist, wenn wir nicht einsammeln, dann wird die Produktion gestoppt. Wie lost sind die bitte? Ich meine, wofür bin ich König, wenn die ohne mich nicht arbeiten? Oh, was wollen wir als nächstes tun? Jetzt ist die Frage, was wir als nächsten Schritt tun wollen. Und hier seid ihr an der Stelle natürlich auch in den Kommentaren gefragt, was ihr mir gerne in den nächsten Folgen sehen wollt. Denn wir gehen heute aber auf jeden Fall erstmal den ersten Schritt an. Ich würde sagen, baue mein Schloss. Und damit legen wir los. Wir sollten ein paar Mauern um die Festung herum bauen. Ja, das sind wir sinnvoll. Damit gehen wir zur Verteidigung und ja, das sind Mauern, das sind doch Türme. Bauen.
Aha, wir sehen hier, wir können die... Ah, geil, die werden zu Mauern. Let's go. So, die werden jetzt hier gebaut, das macht Sinn. Die Mauern schützen natürlich unsere Festung, wird uns erklärt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die nächste Mauer wird uns jetzt hier empfohlen. Und dann haben wir schon fast alles eingezäunt. Nice. Ah, und in den Türmen können wir Einheiten platzieren. Okay, let's go. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Bogenschützen. Auf geht's. Auffüllen. Ah, wir sehen's, ne? Hier überall Bogenschützen in den Türmen direkt 8 Stück. Das ist doch sehr gut. Gute Schutz. Was willst du als nächstes tun, mein Lord? Wir machen weiter und werden jetzt Orks töten. Bringen wir den Kampf zu den Orks und damit auf geht's. Lass uns eine Kaserne bauen, um Truppen auszubilden. So, das sieht doch cool aus. Auf geht's. Was? Wo ist das denn jetzt hin? Wo ist unsere Stadt? Da. Okay, also da oben haben wir unsere Nahrungsproduktion und so, ne? Und die ganzen Holz- und Steinsachen. Da ist unsere Festung. Dann machen wir, würde ich sagen, hier so alles mit Kasernen hin. Das passt doch. Wählen wir einen Teil unserer Bevölkerung zu Kämpfern aus. Jawohl. Da bin ich dabei auf jeden Fall. Auf geht's. Wir sollen jetzt 10 Milizschwertkämpfer ausbilden. Die haben einfach einen Topf auf dem Kopf. Was soll ich denn damit anfangen mit so einem Rost? Schwert. Oh Gott, Alter. Da fühle ich mich aber absolut unsicher direkt. So, wir können jetzt hier direkt abschließen drücken. Auf geht's. 1600 bis zur Militärmacht. Ja, wow. 10 Stück haben wir schon mal, ne? Sehr gut. Und damit können wir unsere erste Armee erstellen. Ah, und ich bin hier der Anführer. Sehr gut. Wichtig. So, 30 Stück weisen wir zu. Eine zweite machen wir nochmal 30 Stück oder wie? Und das ist perfekt. Und damit haben wir unsere erste Armee zusammengestellt. So, und damit... kommen die Wolken auf und wir brauchen nämlich jetzt, oh Gott, wo haben wir es? Ja, ein Ork-Lager, da haben wir es, oh Gott. Das greifen wir jetzt hier an. Geht das schon los? Was ist los? Hallo? Soll ich was drücken? Aha, da kommt meine Armee einmal hier runter. Ah, die laufen wirklich übers Feld, wie geil. Eine Sekunde, da sind sie. Sehen wir jetzt den Angriff an, let's go. Wolken kommen auf und wir befinden uns mitten in der Schlacht, okay. Alle vorrücken. Let's go. So, und damit sehen wir haben 60 Bogenkämpfer, ne, und... der Rest ist wieder so einige Pferdearmeen und so auch. Ah, wir können ranzoomen. Wie geil. Habe ich vorhin irgendwie falsch gemacht. Oh mein Gott, wie geil. Sehr gut. Da sehen wir unsere Truppen rücken hier vor. Wir sehen oben, wie sich die Anteile so ein bisschen verschieben. Aber die hinteren, die Distanztruppen sind es einfach. Schaut euch das an. Da rücken wir vor. Die Distanzschützen, die hier, die kommen einfach von hinten und schießen die ganze Zeit. Junge, und dann noch die ganzen Schwertkämpfer. Da ist die Festung. Die haben eine Festung eingenommen. Die haben wir. So, die Pferde rücken vor und klopfen hier ans Tor einmal an. Ja, ist da überhaupt noch irgendwas drin? Oder das ist, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist jetzt easy, oder? Und? Aufgeploppt? Aufgeploppt? Das war's. Der erste epische Sieg. Dann folgt mir noch lange Geschichten über diesen Sieg erzählen. Jawohl. Also, 100 Nahrung, 25 Silber, 100 Steine und 100 Holz. Lohnt sich, können wir gerne öfters machen. Und damit kehren wir in die Stadt zurück. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir die nächste Aufgabe an. Mach ein Baby. Und damit würde ich sagen, wenn ihr mehr Bock auf Kingdom Make habt, schaut auf jeden Fall gerne in der Beschreibung vorbei. Dort ist das Spiel verlinkt und schaut auch gerne bei der nächsten Folge wieder vorbei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da und jo, bis zum nächsten Video. Haut rein und danke für den Support. Genau damit wird der Ausbau meiner Dörfer unterstützt. Danke. Ciao.